Hey ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, wo soll ich anfangen? Es gibt so viel zu erzählen, aber es ist leider so viel, dass ich einige Sachen noch in einem separaten Video ansprechen werde. Und ja, sonst wird das Video 2 Stunden gehen. Ich glaube nicht, dass ihr Lust habt, mir 2 Stunden jetzt zuzuhören. Oh Mann. Zuallererst möchte ich mich bei euch erstmal entschuldigen. Und mich natürlich auch bei euch bedanken. Und zwar habe ich in den letzten Tagen so viel positives Feedback von euch bekommen. Wirklich. Das freut mich einfach so sehr, weil, ich weiß nicht, einige haben das ja bestimmt schon mitbekommen, aber einige auch nicht. Dann werdet ihr das jetzt erfahren. Und zwar, wofür ich mich dann auch entschuldigen möchte. Ich war eine Zeit lang überhaupt nicht aktiv auf YouTube. Ich habe mich überhaupt nicht um euch gekümmert. Ich habe keine Videos hochgeladen und wenn ich Videos hochgeladen habe, dann waren es tatsächlich Videos, ja, kann man ja sagen, Schrottvideos, wo ich mir, bin ich ehrlich, mir keine richtige Mühe gegeben habe. Ich habe mir keine Gedanken gemacht und da wollte ich mich erstmal bei euch entschuldigen, dass, ja, ich mir einfach nicht so viel Mühe gemacht habe für euch. Ich finde es halt einfach voll krass und weiß nicht, ich finde es auch total schön und ich bin euch wirklich dankbar dafür, dass ihr mir jetzt nochmal sozusagen eine Chance gibt und mich trotzdem weiterhin unterstützt, obwohl ich euch so gesehen hängen lassen habe. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, dass ihr einfach mich trotzdem halt unterstützt, mir tolles Feedback gibt. Ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, dass ich ehrlich zu euch sein möchte. Ich möchte keine Fake-Person hier auf YouTube sein. Ich möchte euch nicht anlügen, nur damit ihr zufrieden seid und damit ich bloß keinen Hate oder Kritik bekomme. Ich bin ehrlich zu euch. Ich hatte die Zeit lang tatsächlich keinen Bock, Videos zu drehen. Ich hatte keinen Bock, mir Mühe zu machen. Es sind zwar schon bei mir private Sachen, die mich auch belasten. Und zwar gab es so eine Zeit, da habe ich mich extrem ungesund ernährt. Ich bin nicht rausgegangen. Ich habe keine Lust gehabt auf irgendetwas. Ich hatte keine Lust rauszugehen. Ich wollte einfach alleine sein und habe wirklich nur blödes Zeug gegessen und blödes Zeug getrunken. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich habe jeden Tag Cola getrunken. Jeden Tag. Und jeden Tag Cola zu trinken und fast nur Cola zu trinken. Also jetzt mittlerweile denke ich mir auch so, Enya, ich glaube, du hast den Schuss nicht gehört. Ne? Zum Glück habe ich mich jetzt aufgerafft und habe auch gemerkt, so okay, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Du kannst nicht ständig unmotiviert bleiben, du kannst nicht ständig ungesund essen, du kannst nicht ständig dich zurückziehen und irgendwie, weiß ich nicht, dich vor deinem Problem verstecken. Du musst einfach weitermachen, egal was passiert ist. Aufstehen, weitermachen und ja, auch für euch einfach da sein, weil wenn es mir schlecht geht, seid ihr für mich da und ja, das ist einfach so. Leute, glaubt mir, es ist so wichtig, dass ihr Leute um euch habt, die für euch da sind. Und ich kenne das leider zu gut. Ich habe so viele schlechte Erfahrungen mit Freunden gehabt. Ich habe mich mit sehr vielen Leuten darüber unterhalten und ich bin auch ziemlich froh darüber, weil ich sehr, sehr vieles eingesehen habe. Und mittlerweile denke ich mir so, ey, ich werde jetzt dieses Jahr 20. Ich möchte selbstständig sein, ich möchte auf eigenen Beinen stehen, ich möchte selber Entscheidungen treffen können. Ich möchte nicht mehr die unglückliche Enya sein, die keine Motivation hat. Ich möchte einfach eine starke Person sein und weiterhin auch noch stärker werden. Das möchte ich für mich und das möchte ich auch für euch, weil ich weiß, wenn es mir nicht gut geht, dann seid ihr stark für mich und deswegen möchte ich genauso stark für euch sein. Ich möchte euch einfach zeigen, dass nicht immer alles so toll läuft bei so, ja, YouTubern oder generell so Leute, die im Social-Media-Bereich tätig sind. Bei denen ist nicht immer alles so toll und die sind nicht immer glücklich. Ich bin einfach froh, dass ich in der Zeit jetzt Leute um mich hatte, die mir echt geholfen haben. Und ich jetzt auch wirklich meine Augen geöffnet bekommen habe. Ich bin jetzt tatsächlich wieder glücklicher und motivierter. Klar wird sich das nicht von dem einen auf den anderen Tag ändern, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir sind Menschen und keine Maschinen und deshalb können wir nicht immer alles sofort ändern. Aber die Hauptsache ist, dass wir hier drinnen und hier in unserem Herzen das wirklich wollen.
Und wenn man was will, dann schafft man das auch. Ich habe mir einen Zettel genommen, ich habe mir meine Ziele aufgeschrieben, meine Träume, was ich alles erreichen will. Und ganz ehrlich, ich kann euch eins sagen. Ich habe mir ein bisschen was aus einem Hörbuch angehört. Da ging es um Motivation und dass man was erreichen will. Und das kann man nur, wenn man was tut. Wenn du nichts tust, dann wird es auch nichts. Du musst was dafür tun. Du musst aufstehen und weitermachen. Du darfst dich nicht hängen lassen. Und ich habe zugehört und ich habe mich da so ein bisschen wiedererkannt. Und ich dachte mir, ey, genauso ist es bei mir. Und auch das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich so darüber nachgedacht habe. Und ich dachte mir, ey, verdammt nochmal, es stimmt einfach. Man darf sich ruhig seine Ziele und Träume höher setzen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe nie irgendwie mir einen Tagesplan gemacht, was ich jetzt am Tag alles machen möchte und erledigen muss. Ich habe einfach so, ich lasse es einfach auf mich zukommen. So war das immer bei mir und das war richtig scheiße. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass ich vielleicht mit diesem Video einigen helfen konnte, die vielleicht in der gleichen Situation sind wie ich. Ihr dürft euch auf jeden Fall nicht hängen lassen. Ihr müsst immer weitermachen und ja. Und es tut mir leid, dass ich eine Zeit lang echt nicht aktiv war. Aber ich würde sagen, jetzt geht's richtig los und es werden so viele Sachen auf euch zukommen. Ich bin total aufgeregt und ich freue mich wirklich sehr darüber. Und ja, also Leute, haltet euch alle fest. Wir werden alles zerreißen, okay? Also, wir sehen uns zum nächsten Video und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen motivieren konnte. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und ja, bis dann. Tschüss!